in das 20. Jahrhundert führt uns unsere nächste Rarität. Es ist der Abschiedsbrief von Eduard Müller an Bischof Berning an seinem Todestag am 10. November 1943. Eduard Müller war einer der vier Lübecker Märtyrer. Er war ab 1940 in Lübeck als Adjunkt angestellt und hat im Jahr 1943 die berühmten Predigten von Bischof Galen aus Münster gegen die Euthanasie vervielfältigt und in Lübeck verteilt. Eduard Müller wurde 1942 verhaftet, blieb ungefähr 500 Tage in Untersuchungshaft in Hamburg und wurde im November 1943 zum Tode verurteilt. Am Todestag, dem 10. November 1943, schrieb er diesen Brief an Bischof Berning. Eduard Müller beginnt seinen Brief an Bischof Berning folgendermaßen: Hochwürdigster Herr, es ist mir eine große Freude, in meiner letzten Stunde Ihnen noch einige Zeilen schreiben zu können. Typisch für die Theologie von Eduard Müller ist folgender Absatz: Knapp 2 Jahre durfte ich als Priester Ihrer Kirche helfen am Aufbau des Reiches Gottes. Und wenn ich in Gottes Thron stehen darf, dann werde ich auch dort helfen am Aufbau des Reiches Gottes in unserem lieben Vaterland und besonders in Ihrer Diözese. Das macht nun mal deutlich, dass sich Eduard Müller vor allem als Soldat Christi sah, in der Tradition von Christ König. Müller schließt seinen Brief an den Bischof Berning folgendermaßen ab: Und nun wollen wir den, der menschlichen Natur nach, schweren Weg gehen, der uns hinführen soll zu ihm, dem wir als Priester gedient haben. Noch einmal herzlichen Dank für alles. In der Liebe Christi grüßt Sie, hochwürdigster Herr, von ganzem Herzen, Ihr Priester Eduard Müller.